Mein Name ist Dr. Esther Lingen. Heute ist der 14. September 2023. Dies ist mein drittes Video. Ich möchte diesen Beitrag als einen Appell verstanden wissen, als eine Aufforderung, das eigene persönliche Denken und Handeln gewissenhaft zu überprüfen. Den Anstoß für mein Video gaben zwei Äußerungen zweier sehr bekannter und populärer Politiker. Beide sinngemäßen Äußerungen stammen aus dem September 2023. Äußerung 1 stammt von Präsident Donald Trump, GOP. "The vaccine was the greatest thing I've ever done." Äußerung 2 stammt von Dr. Alice Weidel, AfD. "Die Teilnahme an einer Feier anlässlich der Niederlage des eigenen Landes lehne ich ab." Beide Aussagen haben bei mir blankes Entsetzen ausgelöst. Als erschreckend empfand ich darüber hinaus ein weiteres sehr bedeutsames Video, das aktuell zirkuliert. In ihm beschreibt Professor Dr. Karl Lauterbach sinngemäß: "Ich sagte eingangs, mein Video solle ein Appell sein. Es ist sehr einfach, sich an Prominenten und Politikern abzuarbeiten. Schuldzuweisungen auf andere sind sehr bequem, zumal man sich dann nicht mit dem eigenen Fehlverhalten befassen muss. Man zieht es vor, einem Leitwolf hinterherzulaufen und einem Sündenbock die gesamte Schuld zuzuschreiben. Hauptsache, man muss weder selber denken noch sich selber informieren. Auf gar keinen Fall darf man in die Verlegenheit kommen, selber zu handeln und die Verantwortung für das persönliche Verhalten anzuerkennen und zu übernehmen. Hier ist mein Appell an Sie. Verstecken Sie sich nicht hinter anderen. Warten Sie nicht auf andere. Handeln Sie selber. Leisten auch Sie Widerstand gegen Unrecht und gegen eine Menschen- und gottverachtende Gesellschaft. Danke.